Durchs Teleskop betrachtet, mit unscharfem Fokus, muss ich gestehen, sieht es dann wieder so aus, wie als ob er einen Hotspot hätte, aber direkt von vorne eingeleuchtet. Guten Morgen. Naja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Da kommst du schon weitaus besser ran, ne? Ohne irgendein Hilfsmittel. Jo. Na gut. Ah, jetzt ja. Geht doch. Aber es ist extrem hell. Wirklich extrem hell. Cool, jetzt kann ich weiter ranzoomen. Richtig optischer Zoom. Bis hier hin. Muss ich mit dem anderen ein bisschen nachstellen. Na, das kriegen wir hin. And 1400 miles by night. So precise is the Loran timer. Loran. Also mit Loran war es damals schon möglich gewesen. Auch ohne Satelliten. Überall rumzufliegen. Ha, Regen. Juhu, endlich. Ausgerechnet da, wo ich ausgeschalten habe. Du, da gibt es doch irgend so ein Institut, was die Blitze zählt, ne? Heute haben sie zu tun. Ui. Wozu tun die das Zeug in noch sprühen, dass die Blitze sich oben entladen? Ha, dann dürfen die sich innerhalb der einzelnen verschiedenen Luftschichten entladen. Und nicht, warum? Naja, dass es halt nicht einschlägt in die Sendemasten. Ne? Dass unser GPS-System weltweit aufrechterhalten werden kann. Krass, ein schönes Spektakel. Das hört aber auch nicht auf, ne? Ja, wie es aussieht, hat es wirklich funktioniert, was sie die letzten 10, 20 Jahre da am Himmel gemacht haben. Schachbrettmuster mit Alu und Barium gesprüht. Und wenn jetzt größere Gewitter kommen, dann erreichen die nicht mehr den Boden. Dann pendeln die da oben ewig lang hin und her
man hört fast nichts. Und irgendwie muss ich es ja dann trotzdem irgendwann mal mit der Erde entladen. Das würde mich dann mal interessieren, wie das dann ausschaut. Jedenfalls, die Sendemasten sind soweit gar nicht gesichert. Und dass die Mobilfunkbetreiber heutzutage mehr Kohle haben als irgendwelche Staaten, ist ja eigentlich auch kein Problem mehr. Ne? Und das unterstützen wir alle, indem wir es nutzen. Der Mensch und Natur Nico ist nach Tonga ausgewandert und er hat da unten die Gouverneurstochter kennengelernt, die die Insel praktisch führen, ne? Und hat ein bisschen recherchiert und hat herausgefunden, dass da unten in Tonga seit 1992 es in der Verfassung steht, dass diese Insel Chemtrail frei bleibt. Also in Zeiten, wo man hier noch nicht einmal was davon gehört hat, noch nicht einmal irgendwie als Verschwörungstheoretiker was davon gehört hat, war es da unten schon so gewesen, dass es in der Verfassung verankert gewesen ist. So was ist mir auch noch nicht passiert. Die ganze Zeit war es ja aktuell gewesen, dass bei YouTube hier die komischen Monkeys für einen Systemabsturz verantwortlich sind und daran arbeiten. Jetzt ist es mir bei Google passiert, wo ich nach den Akkus gesucht habe, die in den Satelliten angeblich verbaut werden. Und da habe ich hier gelesen, auf der Rostec-Ruh-Seite, ne, die neue Akkus entwickeln wollen für Satelliten, dass die damals Nickel-Wasserstoff-Akkus hatten. So, und jetzt habe ich Nickel-Wasserstoff-Akkus hier oben eingegeben. Und jetzt fragt mich Google doch allen Ernstes, ob ich ein Roboter bin. Hattet ihr das auch schon mal? Ach, ist das schade. Jetzt haben wir hier nämlich schön Weblink, ne? Details zu den Nickel-Wasserstoff-Akkus der NASA-Sonden auf Englisch. Aber die arbeiten auch schon mit. 404 NASA. Das kosmische Objekt, nach dem du geschaut hast, ist verschwunden hinter dem Ereignishorizont. Ihr habt es wirklich immer wieder drauf, die richtigen Worte zu finden. Herrlich. Morgen ist der große Tag. Heute ja schon. Ha, ist ja schon der 10. Juli. Gucken wir mal, was heute so abgeht. Ja, ein paar Stunden danach, wenn ich aufgestanden bin, werde ich nach Rodewisch fahren, zu der Sternwarte, die als erstes 1957
die das erste Foto vom Sputnik gemacht hat. Und im Laufe des Sputnik-Hypes hat sich ja dann die NASA gegründet. Also eigentlich ein ganz wichtiges Schlüsselding dabei. Ja, und wir als Batteriebuster, uns interessiert dann natürlich, wie... Also auf Wikipedia stand, dass der Sputnik-Satellit mit einem Funksender und einem Thermometer ausgestattet worden ist. Ja, die Signale hat, ich glaube, vorher schon irgendjemand aus Norddeutschland empfangen, so wie es da drin stand. Und ja, die Fotos sollen die dann gemacht haben davon. Das will ich mir mal angucken. Und ein Thermometer soll mit dabei gewesen sein. Da, wenn die schon eins mit hochgeschickt haben, musste sie auch irgendwas angezeigt haben. Ne? Das würde mich mal sehr interessieren, wie warm es denn in 400 Kilometern Höhe ist. Weil der Funksender, der braucht ja irgendwie eine Stromversorgung. Und da gibt es zum Beispiel, ja, das ist eigentlich das Einzige, was da funktionieren würde. Wäre sowas hier. Das war eine Nickel-Hydrogen-Batterie. Das ist von Wikipedia. Und ich werde euch den Text mal ganz kurz vorlesen. Wenn ich darf. Darf ich? Ich darf. Ein Nickel-Wasserstoff-Akku NiH2 ist eine wiederaufladbare elektrochemische Spannungsquelle auf der Basis von Nickel und Wasserstoff. Wasserstoff wird in einer Druckzelle gespeichert und unterscheidet sich dadurch von den Nickel-Metallhydrid-Akkus. NiH2-Zellen sind teuer und unhandlich, besitzen aber eine gute elektrische Eigenschaft, die sie zu einem bevorzugten Speicher für elektrische Energien in Satelliten und Raumsonden machen. Beispielsweise wurde die ISS und der Mars Global Surveyor der NASA mit Nickel-Wasserstoff-Akkus ausgestattet. Die Energiedichte beträgt 75 Watt pro Kilogramm, bezogen auf das Volumen jedoch lediglich 60 Watt pro Kubikdezimeter. Ach, Kubik, die Lagerfähigkeit beträgt mehrere Jahre, die Leerlaufspannung beträgt 1,55 Volt, die Spannung unter Last ca. 1,5 Volt, die Entladespannung 1,25 Volt. Die Zellen verkraften mehr als 20.000 Ladezyklen. Über Druck- und Spannungssensoren lässt sich der Ladezustand recht konstant bestimmen. So, das ist das Erste. Dann wollte ich mal gucken, was es da noch so alles zum Nickel-Wasserstoff-Akku gibt. Hier die englische, ja hier, Chemie.de. Ne? Chemie.de, sehr seriös. Ne? Also wer die Seite bekommen hat, das muss einer der Ersten sein, die müssen Geld haben. Okay, so. Ein Nickel-Wasserstoff-Akku ist eine wiederaufladbare elektrochemische Spannungsquelle auf... Okay, die haben Copy und Paste gemacht. So, mal gucken, was es noch so gibt. Auf Amazon wollen wir auch nichts. Ja, dann gibt es Nickel XXX. Ah, Bio-Wasserstoff-Magazin. Das klingt gut. Möb, 3 Stunden später. Die will nicht aufgehen. Darf ich nicht sehen? Schade. Was haben wir noch? Hier, Nickel-Enzyklopädie.de. Jawohl, das muss doch auch was sein. Enzyklopädie. Ach, die geht. So, ein Nickel-Wasserstoff-Akku ist eine wiederaufladbare elektrochemische Spannungsquelle. Wasserstoffe. Achso, die haben Wikipedia wenigstens als Quelle drunter geschrieben. Anständig. So, dreimal derselbe Text. Eine ist eine wiederaufladbare 4-Meiler Text, ist eine wiederaufladbare 5-Meiler Text, ist eine 6-Meiler Text, Seite 2. Tatrian Batteries, nee, das will ich nicht. Nickel-Wasserstoff-Akku, ein Nickel ist eine wiederaufladbare elektrochemische Spannungsquelle, So, also vielleicht habt ihr da mehr Glück, irgendwas dazu zu finden, aber ich finde immer nur denselben Text über Nickel-Wasserstoff-Akkus. Hat es schon mal jemand von euch gebastelt zufällig? Na gut, okay, wie auch immer, falls es dann halt so sein sollte, dass ihr in den 83 Kilogramm Sputnik so eine Nickel-Wasserstoffzelle einbauen konnten, geht es immer noch um den Sender, den sie eingebaut haben. Und ich kenne mich mit Sendern nicht so gut aus, aber so wie ich das momentan mitbekommen habe, sind da Kondensatoren irgendwie eine Grundvoraussetzung mit dabei. Glaube ich zumindest. So, und dann habe ich mal gesucht, wie tief denn
die tiefsten Kondensatoren gehen. Ne? Den meisten geht es ja nur, in welche positive Temperaturrichtung geht. Und da haben wir hier etwas von IT-Wissen Info. Da könnt ihr es nachgucken. So, da geht es ja erstmal los, dass es genau wie bei unserer DIN so ein paar Klassen für Kondensatoren gibt. Das heißt dann von der Electronics Industry Association EIA. Ne? Das ist sowas ähnlich wie unsere DIN-Normen hier. So, und da ist hier zu lesen, ne? Die Klasse 1 Kondensatoren sind super mit einem Temperaturkoeffizient von 0. Das heißt, wie sich da die Temperatur ändert, ist halbwegs wurscht, die Kapazität bleibt gleich. Trotzdem haben die, ne, Elektrolyt drin oder irgendwas, was mit Sauerstoff hantiert und so. So, und da sind hier die besten Kondensatoren heute, ne, X7R, im Temperaturbereich zwischen minus 55 Grad und plus 125 Grad. Es kann durchaus sein, dass ich nicht richtig recherchiert habe. Wenn da jemand wirklich, wirklich aussagekräftige Sachen dazu hat, der soll es mir mal bitte verlinken. Es geht um Kondensatoren, die bei, ja, wie warm ist es in 400 Kilometer Höhe? So, irgendwo in der Nähe vom absoluten Nullpunkt. Ja, dort fliegen die Teilchen zwar mit Temperaturen um die 1000 Grad Celsius rum, aber da es so wenig Teilchen sind, ja, fast schon im fasten Vakuum sozusagen, ist die mittlere Temperatur trotzdem so. Angeblich waren halt oben gewesen, wie gesagt, aber so nach dem, was hier veröffentlicht wird über öffentliche Quellen, so bei dem nahe dem absoluten Nullpunkt. Aber Wasserstoff geht bis minus 230 Grad, dann wird's fest. Sauerstoff nur bis minus 185 Grad, dann wird's fest. Oder flüssig, besser gesagt. Ja, von daher Erklärung. Ja, aber so wie es aussieht, gibt's da schon ziemlich viele Leute, die da Bescheid wissen. Hier den Film kann ich euch mal ans Herz legen. Kann man ab und zu lachen, aber auf die versteckten Sachen möchte ich da eher so anspielen. So, hier darf man ja nur 15 Sekunden oder wie viel darf ich spielen? Eigentlich überhaupt nichts, ne? Ich muss es immer nebenbei latschen. Und Sie haben noch fast nichts gesehen. 6 Kilometer Flure, 82 Räume und 5 Ebenen. Ach was? Das muss ja heizkostenmäßig ganz schön reinhauen. Heizen Sie mit Öl oder was? Das ist witzig, wie Sie niesen. Sie niesen genau wie... Die Schwerelosigkeit. Genau, die Schwerelosigkeit. Warum haben wir hier keine? Genau, warum? Sind Sie gut in Physik? Ja, geht so, ja. Gut, die Schwerelosigkeit ist das Fehlen der Wirkung der Erdanziehungskraft, okay? Ändert man also hier das Verhältnis der V3 und V4 inhärenten Kräfte und kehrt es um, gelangt man zu der Formel P minus 1 gleich V durch 5. Nun stimmt in der Raumstation also unser Gewicht mit der Beschleunigung beim freien Fall überein wie in der Beschleunigungsformel V minus 4 plus S gleich VT minus 2. Wie auf der Erde, das ist doch ganz einfach. Totaler Blödsinn. Ich habe auch mal Theater gespielt, als ich jung war. Laientheater. Was machen Sie denn da, Cardio? Ich schaue bloß, ob ich Nachrichten habe. Wir sind hier im Weltall. Packen Sie das weg. Aber ich habe doch drei Balken. Das ist normal, dass ich Empfang habe. Mein Schwager hat es frisiert. Naja, Mathe-Abi. Kommunikation. Die Techniker der Raumfahrtbehörde versuchen weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu treten. Wir befinden uns noch nicht im Ernstfall, erklärte die Staatssekretärin für Verkehr Coralie Perron. Nein, Monsieur, wir haben keinen Ernstfall. Doch nun zum Sport. Entschuldigen Sie. Hallo? Ah, Hugo. Geht's dir gut? Ja klar, mach dir keine Sorgen, alles in Ordnung. Ich meine, wir haben ein großes Problem. Wir können keine Verbindung zur Erde herstellen. Aber die Leute sind eigentlich ganz nett. Also wie es aussieht, komme ich früher heim. Was ist los? So, haben wir es endlich geschafft? Mann, ein Lärm hier. Okay. Bin ich mal gespannt. Hier habe ich schon mal was Schönes, Interessantes. Ist die kraftstrotzende Sonne, Ausdruck des Männlichen, so verkörpert der Mond das seit jeher das Weibliche. Na, immerhin. Okay. Ich komme. Ein Teil und das andere Teil. Na, mal gucken, ob jemand da ist. Wieder was für ein Tikudili.
Guten Tag. Ja, der momentane Leiter, der Sternwarte Rudewisch, der Herr Engelmann, der hat mir alle Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet, war sehr nett gewesen, war aber damals nicht live mit dabei gewesen, als der Sputnik gesehen worden sein worden will. Aber ich dachte ja, die haben den Sputnik dort fotografiert, aber Pustekuchen, auf Wikipedia stand ja, dass sie die Trägerrakete in der Sternwarte Rudewisch fotografiert haben. Da sieht man da so ein Foto von so einem Sternschnupperader-ähnlichen Ding. Das kann ja gut sein, aber zu dem Sputnik an sich, da hat auch der Herr Engelmann sagen müssen, also den sieht man nicht durchs Fernrohr. Also der wurde höchstwahrscheinlich, er war nicht mehr dabei gewesen, aber so wie ich ihn verstanden habe, er persönlich glaubt nicht, dass er da mit dem Fernrohr gesehen worden ist. Also ist der allererste Sputnik dieser Beweis, zumindest der sichtbare Beweis durchs Fernrohr aus der Sternwarte Rudewisch, der müsste dann etwas korrigiert werden. Ja, alle, die damals dabei gewesen sind, leben nicht mehr. Und, mal gucken, wie das mit den anderen Satelliten so ist. Das Interview ist vorbei. Fairerweise. Ja, Herr Engelmann hat es damals live nicht miterlebt. Er hat die Sternwarte dann irgendwie übernommen. Und er hat mir empfohlen, mal beim DLR, Deutschen Luftraumfahrtorganisation, mal nachzufragen, wie die Akkus gebaut worden sind vom Sputnik. Zumindest weiß ich es aber schon mal, dass nicht der Sputnik hier fotografiert worden ist, sondern die Trägerrakete ist hier fotografiert worden. Ja, weil das sind ja jetzt hier Infos von der Quelle, ja?